Photovoltaikanlage selber montieren, auf was musst du unbedingt achten? Denn du willst nicht, dass deine Anlage abbrennt, so wie hier. Du willst nicht, dass ein Sturm deine Anlage vom Dach holt. Nein, du willst, dass die Anlage sauber montiert ist und richtig angeschlossen ist an den elektronischen Kreislauf. Der elektronische Anschluss sollte natürlich immer nur von einem Elektriker angeschlossen werden. Doch die Montage an sich auf dem Dach, diese kann man selber machen. Und dazu habe ich meinen guten Freund Samuel, Leiter der Sonko GmbH, einer PV-Montagefirma, interviewt und er wird euch zeigen, auf was ihr achten müsst, dass die Photovoltaikanlage sauber und fachgerecht installiert ist. Los geht's! Hi, ich bin der Samuel. Der Lukas hat mich vorhin ja schon vorgestellt. Ich zeige euch heute, wie ihr die PV-Montage erfolgreich abschließen könnt. Schritt Nummer 1, das Dach richtig messen. Dabei gilt es, ein paar Dinge, also grundsätzliche Dinge zu beachten. Punkt Nummer 1, ich zeige euch mal was. Der Haken für die Unterkonstruktion wird auf die Dachsparren aufgeschraubt. Dazu müssen wir erst mal schauen, wo befinden sich unsere Dachsparren überhaupt. Einfacher Expertentipp. Ihr könnt die Regenrinnenhalter beobachten, anschauen, überall wo die angebracht sind. In dem Bereich befindet sich später auch der Sparren. Das heißt, wenn ihr schon auf dem Dach seid und von unten jetzt nicht gemessen habt oder so, hier könnt ihr die Sparren ausfindig machen, in dem Bereich, wo die Regenrinne angebracht ist, weil die ist natürlich auch an was Solides geschraubt, in dem Fall der Dachsparren. Da schrauben wir unsere Dachhaken nachher an. Ja. Also hier könnt ihr jetzt wunderbar die Konterlattung sehen, die immer auf dem Dachsparren aufliegt. Die Konterlattung ist dazu da. Hier ist jetzt Dämmung drin. Entweder hast du eine Zwischensparren- oder eine Aufsparrendämmung. In dem Fall ist jetzt eine Zwischensparrendämmung. Das heißt, Schraubenlänge beachten. Bei der Aufsparrendämmung auf jeden Fall zusätzlich die Dämmdicke auf die Schraubenlänge dazu rechnen. Sprich, wir haben jetzt zum Beispiel eine 100er Schraube. Habe ich 6 cm Aufsparrendämmung, nehme ich eine 160er Holzschraube. Jetzt messe ich das Ganze aus. Das heißt, ich weiß ja, wie breit, wie lang ist mein Modul. Dementsprechend nehme ich meinen schönen Meterstab und fange an mit einer Kreide. Mir nehme eine Kreide, mal das Ganze mal auf dem Dach auf. Wichtig zu beachten, die Abstände vom Modulende zum letzten Haken an der Außenseite. Ganz wichtig. Und noch, ich sage jetzt mal, den Modulüberstand von der Schiene. Unser Modul kommt jetzt hier an der Unterseite von dem Dachziegel an. Ja, und jetzt muss ich die vom Hersteller vorgegebenen Abstände, wo die Modulklemme später angebracht wird, einhalten. Das heißt, bei unserem Modul, das sind jetzt 1,63 Meter in der Länge, darf ich ein Drittel, also im Bereich ein Drittel darf ich die Modulklemme anbringen. Da liegen wir bei 43 cm, wenn ich jetzt nochmal messe. Ihr seht, hier kommt nachher die Modulklemme drauf auf die Schiene. Bin da schön in dem Bereich um die, ja, zwischen 35 und 40 cm. Das heißt, ideal. Nochmal zu Punkt 1. Ein wichtiger Punkt, den es unbedingt zu beachten gilt, sind sogenannte Kragarme. Kragarme kennt der ein oder andere vielleicht. Das heißt, die Belastung, die bei einem herausragenden Halter hier herrschen. Das hier ist ein Kragarm, also Abstand von unserem letzten Ankerpunkt nach außen. Wir halten uns da auch an die Regelungen vom Hersteller. Das heißt, das wird auch berechnet anhand der Schneelastzone, Windlastzone und so weiter. In unserem Fall hier liegen wir bei 30 cm, wie ich maximal mit meinem Modulende hier von meinem letzten Ankerpunkt raus stehen darf. Grundlegend 2 verschiedene Montagearten. Hier seht ihr jetzt einen Schienenverbund, das heißt einlagige Schienenreihe und dann kommen die Module drauf. Und dann gibt es noch den Kreuzverbund, das heißt, das wäre in dem Fall die Basisschiene und dann kommt noch eine zweite Schiene so oben drauf. In der Regel für, wir nennen das auch Fachjargon, Quermontage, das heißt, die Module werden nicht hochkant im Porträtmodus, sondern eben quer ausgerichtet auf die, das wäre dann die zweite Schiene. Das nennt man Kreuzverbund. Okay, direkt weiter zu Schritt 2, den Ziegel präparieren. Unser persönlicher Favorit sind natürlich Blechziegel, wenn man die verwenden kann, wenn man sich's leisten kann. Ist auch immer eine Preisfrage. Klare Empfehlung, wenn man die paar tausend Euro Mehrkosten aufbringen kann oder möchte,
Empfehlung zu Blechziegeln. Ansonsten kann man die Ziegel auch wunderbar präparieren, ist auch normkonform. Das heißt, braucht ihr euch keine Gedanken machen, wenn man das richtig macht. Haltet euch einfach an eine saubere Arbeitsweise und dann ist alles in Ordnung. Das heißt, nochmal zusammenfassen, entweder Blechziegel verwenden oder die Ziegel sauber schneiden. Nicht mit dem Hammer präparieren, sondern wirklich mit einer Flex sauber schneiden, weil gerade mit dem Hammer entstehen so die vermeintlichen Mikrorisse, die dann später zum Bruch von so einem Ziegel führen können und dann zu Feuchtigkeit im Dach oder viel schlimmer, ein riesen Dachschaden und später zur Dachsanierung. Jetzt darf ich euch zeigen, wie wir die Ziegel präparieren, wie wir die schneiden. Grundlegend ist es schon so, dass wir die Ziegel gleich präparieren. Das heißt, wir schneiden hier bei der Nase ein Stück raus, dass der Haken praktisch hier schön durchlaufen kann. Also der Dachhaken. Dazu kann ich mal schauen. Hier liegt der Dachhaken nachher auf dem Ziegel. Dementsprechend schneide ich hier die Nase raus. Ihr seht schon beinahe die komplette Nase. Ich kann das mal markieren. Zum Werkzeug selber kann man einen Winkelschleifer benutzen mit dem dementsprechenden Aufsatz für Beton oder eben Stein. Wichtig ist natürlich auch die Schutzausrüstung. Das heißt, zieht euch eine Brille an. Der hier zählt nicht. Die Handwerkerbrille gibt's nicht, sondern wirklich eine beim Kaufen. Kann man zensieren. Zieht eine Schutzbrille auf und noch einen Ohrenschutz dazu. Schritt Nummer 3, das ist den Haken anbringen. Wir haben ja die Ziegel bereits präpariert, habt ihr auch in der Videoaufnahme gesehen. Ich möchte euch hier jetzt mal zeigen, der Haken ist schon festgeschraubt, wie das Ganze aussieht. Wichtiger Punkt bei der ganzen Sache, bei der Anbringung von den Dachhaken, ist, dass die Höheneinstellung, wenn es denn eine gibt, bei namhaften Herstellern ist das Ganze möglich. Dazu drehen wir zwei, der Lukas und ich, auch noch ein schönes Video, was es bei den Komponenten zu beachten gibt. Jetzt mal rein zur Montage. Wie bringe ich die an? Und zwar darf der Haken weder hier auf dem unteren Ziegel aufliegen, noch darf der Haken zu hoch stehen. Den Haken hier, den können wir wunderbar in vier verschiedene Richtungen verstellen. Das wäre einmal an den Schrauben, wie bringe ich den an? Nach rechts oder links versetzt, auf meinen Sparren. Dann hier einmal in der Höhe, auf drei Stufen. Richtig schönes System. Dann gibt es hier noch eine Höhenverstellung für die Schiene später. Hier noch eine, einfach, dass man das noch variieren kann. Jetzt nochmal zu der Anbringung auf den Ziegel. Wichtiger Punkt, der Dachhaken, der darf nicht auf den Ziegel drücken, aber darf den Ziegel auch nicht anheben. Was ich mit der Sache meine ist, wenn ich den Haken so einbaue, also der hat ein zu hohes Niveau, dann passiert Folgendes. Das ist natürlich übertrieben dargestellt, aber so sieht man es am schönsten. Hier wird jetzt der Dachhaken zu hoch eingestellt. Der Ziegel schließt nachher nicht ab. Das heißt später, wenn es regnet, strömt hier Regen rein, da reicht wirklich schon ein kleiner Versatz, weil es regnet ja im Normalfall nicht nur, sondern wir haben auch Stürme, Kapillarwirkung und so weiter, die dann auch die Feuchtigkeit hier mit reinbringen. Deswegen gilt es zu beachten, dass der Ziegel zum einen sauber abschließt, wenn ich die Ziegel später schließe, und zum anderen, was oft vernachlässigt wird, der Dachhaken darf nicht auf den Ziegel draufdrücken. Bei der Installation merke ich es vielleicht noch nicht. Ihr müsst euch bei allem, was ihr tut, immer überlegen, dass, wenn ihr hochwertige Module verwendet, hält die Anlage in der Regel 20 bis 30, teilweise sogar mehr wie 30 Jahre. Also was heißt hält? Da kommt immer noch Strom. Heutzutage sind die Module sehr hochwertig. Dementsprechend halten die auch sehr lange. Und deswegen ist auch so wichtig, dass ich eine hochwertige Unterkonstruktion verwende und die richtig anbringe. Zum Beispiel in dem Fall bringe ich den Haken zu tief an. Die ersten 2, 3, 4 Jahre geht es vielleicht gut. Doch mit der Zeit, mit der Dauer, kann es eben sein, dass der Dachhaken mir den unteren Ziegel zerstört. Der drückt auf den Ziegel drauf, der Ziegel bricht oder es entstehen Haarrisse. Die Gezeiten darf man auch nicht vernachlässigen. Das heißt Sommer, Winter, dieser Wechsel. Es ist extrem heiß auf dem Dach, extrem kalt. Feuchtigkeit dringt in den Ziegel rein. Im Winter gefriert das Ganze.
der Ziegel bricht irgendwann und die Soße läuft euch ins Haus. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen kann ich so schön meinen Zollstock runterschieben. Das heißt, wir haben schön Luft. Da kann nichts passieren. Ihr seht, ich drücke drauf. Es ist trotzdem kein Kontakt mit dem unteren Ziegel da. So wird die Anlage wirklich viele, viele Jahre halten. So, und jetzt nochmal zu dem ersten Punkt. Ich zeige euch, wie der Ziegel später vernünftig schließt, dass ihr auch nach der Montage noch ein dichtes Dach habt. Das könnt ihr hier schön sehen, wie ich das vorhin beschrieben habe. Der Dachziegel schließt sauber ab, so wie es davor auch war, ohne Haken. Und so muss es sein, wenn ihr die Unterkonstruktion oder jetzt mal primär die Haken auf das Dach schraubt. Wenn ihr mal die restliche Anlage anschaut, könnt ihr mal kontrollieren, schauen, das ist wirklich überall auf dem Dach jetzt gegeben. Dementsprechend wird es auch den Kunden lange glücklich machen. Noch ein wichtiger Punkt zu den Steckern. Stecker werden immer an die Schiene und hochgebunden. Weder in die Schiene noch unter die Schiene, sondern auf die Schiene, dass der Stecker später nicht in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen kann. Schritt Nummer 3, Anbringung von der Schiene. Die Schiene dient später als Träger für unsere Module. Daher ist es auch wichtig, dass die stabil verschraubt wird. Und nochmal, wirklich nimmt einen namhaften Hersteller, weil da ist einfach auf die Dauer auch eine gewisse Haltbarkeit gegeben. Hier seht ihr jetzt, die Schiene ist schon angebracht, von links nach rechts. Es gibt verschiedene Schienenlängen, Schienendicken, Schienenausführungen. Wirklich Wahnsinn, was es da alles gibt. Wir beschränken uns jetzt hier mal auf dieses Modell. Wir benutzen Schienen in dem Fall mit 3,30 Meter Länge, die man verbindet. Das heißt, haben wir eine Schienenlänge, die über 3,30 Meter hinausgeht, benutzt man Schienenverbinder, die wirklich die Schienen sauber verbinden, wie der Name schon sagt, dass ich später auch einen schönen Formschluss bekomme. Das ist vor allem wichtig, dass später die Stabilität von der Anlage, der Unterkonstruktion und die Statik gegeben ist. Zu Schritt Nummer 4, zu den Kabeln, ist es auch wichtig, dass ihr einen Potenzialausgleich von eurer Photovoltaikanlage herstellt. Was das ist, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ihr kennt ja die Suchmaschine, die weit verbreitete. Lest euch da einfach ein. Auf jeden Fall Potenzialausgleich herstellen. Wir verbinden in dem Fall, wir haben ja hier einen Schienenverbund, verbinden wir die Schienen mit einem Montagelochband aus Edelstahl, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, auch hier zwischen unseren Schienen ist eine Verbindung zum Potenzialausgleich gegeben. Schritt Nummer 4, die Kabelführung auf dem Dach. Welche Kabel ihr benutzt, könnt ihr selber entscheiden, je nach Größe der Anlage. Bei uns ist es standardmäßig immer für die Strings 6 Quadrat Kupfer und für den Potenzialausgleich nehmen wir 10 Quadrat auch Kupfer. Gesetzliche Vorgaben beim Potenzialausgleich sind 6 Quadrat. Man kann auch 16 Quadrat nehmen. Wir bewegen uns da im Mittelspektrum mit 10 Quadrat, was über der Norm liegt und dementsprechend absolut ausreichend ist. Die Kabel auf dem Dach, genau wie die Steckverbinder, also die Solarsteckverbinder MC4, verlegen wir immer oberhalb von den Schienen. Aus demselben Grund einfach, dass wir Abrieb vermeiden. Wie ihr hier sehen könnt, sind die Kabel schön mit Kabelbindern oberhalb auf den Schienen angebracht. Wichtig, ganz wichtiger Punkt, auch Thema Abrieb. Wie führe ich mein Kabel aus der Dachhaut praktisch heraus auf das Dach? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr habt einen Solarziegel, ist immer eine Kostenfrage. Das heißt, es gibt natürlich von vielen Herstellern Sonderanfertigungen und Lösungen. In unserem Fall jetzt hier führen wir das Kabel über den Ziegel nach oben. Das heißt, wir schneiden den Ziegel ja auch an, dass der Haken später vernünftig oder der Ziegel nachher vernünftig auf dem Haken aufliegt. Das, ich nenne es mal Loch, nutzen wir später auch für die Kabelführung. Ihr seht hier auf der rechten Seite, führen wir die Solarkabel nach oben auf das Dach. Wichtig dabei ist, dass das Kabel gegen Abrieb geschützt ist. Wir nehmen hier herkömmliches Bitumenband. Wunderbare Lösung, das ist absolut stabil. Ich zeige euch das hier an einem Beispiel. Angenommen, ich führe das Kabel ohne irgendwelche Schutzvorkehrungen nach oben über den Ziegel, habe ich hier immer scharfe Kanten, wo das Kabel drüber fährt. Wer vom Fach ist, weiß, Kabel über scharfe Kanten ist sowieso ein No-Go.
In dem Fall auch wieder witterungsbedingt, auch wegen den Kräften, Wind und Schnee und so weiter, bewegt sich unser Kabel ja ständig minimal. Das heißt, das ist wie ein kleines Messer, das ihr immer weiter schneidet. Und irgendwann habt ihr offene Stellen an euren Kabeln. Also im schlimmsten Fall habt ihr so einen Abrieb, dass ein Kurzschluss entstehen kann, was zum Defekt der Anlage führen kann oder im schlimmsten Fall auch euer Haus abbrennen kann, also zum Brand vom Dachstuhl führen kann. Und deswegen schützt auch die Kabel in dem Bereich, wo Reibung entsteht. Ich habe euch vorhin was zum Potentialausgleich erzählt. Der Potentialausgleich wird auch hier mit unseren Haken verbunden oder direkt mit der Schiene. Eine saubere Lösung, wie wir das machen, einen schönen Kabelschuh an unser Kupferkabel anbringen und den Kabelschuh mit der Holzschraube direkt an den Haken anbringen. Dementsprechend ist der Potentialausgleich hergestellt. Ihr könnt das Kabel später im Keller an die Potentialausgleichschiene anschließen. Und das war's auch schon. Schritt Nummer 5, die Anbringung der Module, was hier jetzt die zwei Kollegen wunderbar machen. Zum Thema Stecker haben wir schon was erklärt. Das heißt, bindet eure Stecker immer schön hoch an die Schiene. Das Modul wird mit den sogenannten Modulklemmen festgemacht. Ich zeige euch jetzt direkt gern mal eine Modulklemme. Der Rahmen vom Modul wird mit der Modulklemme hier gehalten und auf der Schiene praktisch fixiert. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne diesen Kanal hier unten, damit du keines unserer neuen Videos mehr verpassen tust. Hier unten findet ihr den Instagram-Kanal von meinem Freund Samuel. Schaut da gerne mal vorbei. Hier findet ihr das Video, was ihr unbedingt beachten müsst vor dem Kauf einer PV-Anlage. Also es geht hier rein um die Planung. Falls das Video schon hochgeladen ist, erscheint es jetzt hier.